Es ist Mai, die Sonne scheint, die Photovoltaikanlage brummt und es ist genau der Zeitpunkt für uns, jetzt mal zurückzublicken auf den April. Wie ist er gelaufen? Was hat die Photovoltaikanlage gebracht? Haben wir Autarkie geschafft? Wie viel Autarkie haben wir geschafft? Also Autarkiegrad. Wir gucken auch mal kurz in die Statistik unseres Kanals rein im April und wir gucken uns die Sonnenertragswerte wieder an. Und damit sage ich herzlich willkommen zu unserem Statistikvideo April. Und moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Der April war schon denkwürdig, nicht nur was die Photovoltaikerträge angeht, da sind wir knapp am Rekord vorbeigeschlittert, aber auch was die Statistiken auf unserem Kanal angeht. 718.000 Videoaufrufe hatten wir im April, das ist so viel wie nie zuvor. Und wir dürfen über 4.000 neue Abonnenten auf unserem Kanal begrüßen. Herzlich willkommen hier bei Gewaltig Nachhaltig und in diesem Video wollen wir wie jeden Monat uns dann einmal die April-Statistik unserer Photovoltaikanlage mit Speicher anschauen und für euch, die neuen Abonnenten, machen wir im April oder vielmehr im Monatsvideo dann immer einmal nochmal einen Rundflug über unsere Anlage und steigen danach in die Zahlen ein und genauso machen wir es auch dieses Mal. Jetzt einmal der Überblick, was haben wir für eine Anlage, damit ihr einschätzen könnt, was haben wir für Werte und danach gucken wir uns die Zahlen an. Hier sehen wir also unsere Flachdachanlage, Ost-West ausgerichtet, nördlich von Hamburg. Die Leistungsdaten könnt ihr rechts im Bild lesen. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Schwenk hier rüber. Wir sehen hier, die Sonne von Südosten scheint auf unser Dach. Jetzt schwenken wir einmal nach Süden und hier sehen wir die beiden Baumriesen. Die sorgen für heftige Verschattungen von Oktober bis März auf unserem Dach. Und ihr seht hier Süden, da kommt nicht viel Sonne durch, gerade wenn die belaubt sind. Und jetzt schwenken wir mal wieder runter auf unser Dach und dann könnt ihr hier sehen, wir haben also drei Dachflächen mit Modulfeldern belegt und man sieht halt hier schon die aufbauten Schornsteinentlüftungen und ähnliches, die werfen auch noch ziemlich viele Schatten. Wir haben 6 Tigo-Optimierer verbaut, um die schlimmsten verschatteten Module ein bisschen steuern zu können und ihr seht hier halt das Westfeld, das Nordfeld und das Ostfeld, wie sie auf unserem Dach angerichtet sind. So, bei den Aprilzahlen starten wir heute einfach mal mit den Sonneneinstrahlungsdaten, weil das ist auch eher historisch, muss man sagen. Und zwar, wenn man sich das mal anguckt, der Norden in Orange und Gelb und der Süden nur in Gelb. Das bedeutet, wir hatten im Norden im April mehr Sonne als der ganze Rest der Republik. Unser Standort hier nördlich von Hamburg, 231,1 Stunden Sonne. Das war fast schon der Rekordwert, nur noch besser hier oben, absoluter Überflieger. Die Ostseeküste, Rügen, Arkona ist hier der Standort, 283,9 Stunden. Im Süden dagegen hauptsächlich so knapp über 200 Stunden, aber deutlich hinter dem Norden zurück. Und das Schlusslicht bildet in diesem April der Bayerische Wald hier hinten. Da ging gar nicht viel, 136 war hier der niedrigste Wert, das ist auf dem großen Aber. Und das also fast die Hälfte oder weniger als die Hälfte von dem, was auf Rügen war. Und wie gesagt, wir hier in Hamburg auch noch gerade so schön mit in diesem leicht orange gefärbten Gürtel hier mit 231,1 Stunden schon richtig gut dabei. Das ist hier Hamburg-Fuhlsbüttel, der Helmut-Schmidt-Flughafen und hier gucken wir einfach mal rein in die Werte. Und hier sehen wir die Temperaturen. Wir hatten fast keinen Frost im April. Wir hatten Werte bis über 20 Grad. Und im Mittel lagen wir so bei 15 Grad ungefähr. Die erste Aprilhälfte war noch schlechter. Die zweite war deutlich besser. Das werden wir auch gleich in den Photovoltaikerträgen sehen. Regen war nicht wirklich viel. In der ersten Aprilhälfte war ein bisschen was. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe gefühlt die Idee, dass wir seit Ende Februar keinen Regen mehr hatten. Aber wie man jetzt hier sieht, ein paar Millimeterchen sind runtergekommen. Aber zweite Aprilhälfte trocken. Und Schnee müssen wir nicht drüber reden, doch hier 1 cm am 1. April, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und hier haben wir die Sonne und jetzt sehen wir hier, wir hatten 2 Aprils, wir hatten die erste Hälfte April, das war nicht so gut. Und wir hatten die zweite Hälfte April und hier sieht man seit 16. April fast nur noch Sonne hier bei uns. Ja, das einmal so die Wetterdaten und jetzt gucken wir uns mal an, was daraus für Photovoltaik-Statistikdaten gekommen sind. Und hier haben wir dann die Zahlen vom April. Man sieht hier oben schon
Das spiegelt sich wieder, was wir eben in den Sonnenscheindauer gesehen haben. Die erste Aprilhälfte eher schwach und die zweite Aprilhälfte, das war wirklich der Hammer hier. Der schlechteste Tag war der 22. mit 42,3 Kilowattstunden. Das war der schlechteste Tag in der zweiten Aprilhälfte. Der schlechteste Tag im April insgesamt war der vierte mit 7,88 Kilowattstunden. Das ist aber ungefähr das, was wir uns zu dieser Aprilzeit dann auch verbrauchen. Oben sieht man 8,83 Kilowattstunden. Also am schlechtesten Apriltag haben wir kaum mehr verbraucht, als wir produziert haben. Der beste Apriltag war der 25. Da sehen wir hier 54,99 Kilowattstunden. Den schauen wir uns auch gleich nochmal in der Einzelaufstellung an und können uns da dann auch mal angucken, wie es da gelaufen ist. Ja, und jetzt haben wir hier einmal unten noch die Gesamtwerte. Und zwar haben wir hier einen Monatsverbrauch von 479,62 Kilowattstunden gegenübergestellt mit dem Monatsertrag unserer Anlage. Das sind 1113,07 Kilowattstunden. Der spezifische Ertrag April lag bei uns bei 92,2 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch eure Werte wieder in die Kommentare schreibt. Wo kommt ihr ungefähr her? Was habt ihr für eine Anlage und was habt ihr für einen Ertrag? Dass wir das einfach mal wieder vergleichen können. Unsere Zahl also 92,2 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Dann haben wir hier den Netzbezug. Ja, da muss ich leider dann gleich nochmal drauf eingehen. 15,29 Kilowattstunden, das war nicht notwendig, also zumindest in Teilen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich verpennt. Warum, erkläre ich euch noch, wenn wir zu dem Tag kommen. Dann haben wir die Eigenversorgung mit 464,33 Kilowattstunden dementsprechend, was eine Autarkiequote von 97% macht. Eigentlich März, April 99, haben wir aber nicht geschafft. Geht's gleich mehr zu. In die Batterie haben wir geladen 203,85 Kilowattstunden. Aus der Batterie haben wir geholt 155,58. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das ist ein Wirkungsgrad von knapp 76,5%. Da hatte ich mir eigentlich im April mehr erhofft, dass wir an die 80% rankommen. Das haben wir in anderen Aprilsen schon geschafft, aber in diesem nicht. So, dann haben wir einen Direktverbrauch von 308,75 Kilowattstunden direkt aus der Photovoltaik, also doppelt so viel aus der Photovoltaik direkt verbraucht wie aus dem Speicher geholt. Grund dafür ganz klar, E-Auto geladen und zwar auch recht viel geladen. Schauen wir uns auch später noch an. Und dann haben wir noch die Netzeinspeisung, da liegen wir bei 601,35 Kilowattstunden. Bei einer Einspeisevergütung von 11,79 Cent pro Kilowattstunde sprechen wir hier von ungefähr 70 Euro, die wir an Einspeisevergütung in diesem Monat eingenommen haben. Ja, und das Ganze bedeutet dann Eigenverbrauchsquote 46%. Das heißt, wir haben fast die Hälfte des produzierten Stroms selbst verbraucht. Und in der Direktverbrauchsquote liegen wir bei 28%. Das ist halt das, was wir direkt vom Dach herunter verbraucht haben. So, und jetzt steigen wir mal in die einzelnen Tage ein und gucken uns einfach mal an, wie die so gelaufen sind. Ich habe da wieder einige für euch rausgesucht. Im Gegensatz zu sonstigen Statistiken fangen wir heute mal nicht im April an, sondern wir starten im März. Und zwar am 31.03.2022, weil an dem Tag hatten wir gerade mal 3 Kilowattstunden Ertrag aus der PV und man sieht, der Akku war um 22 Uhr, 21.30 Uhr leer. Und das bedeutet, wir starten gleich mit Netzbezug in den April. Au, 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 au. Aber ging nicht anders, war halt zu wenig Strom vom Dach am Vortag. Jetzt können wir wieder sagen, ja, Speicher für 2 Tage auslegen, ja, aber wegen dem bisschen Netzbezug hier, 2,72 Kilowattstunden, das lohnt nicht. So, also, Netzbezug ist kein Verbrechen, sage ich ja immer, und wir starten auch gleich in April damit. So ist das halt, da kann man manchmal nichts gegen machen. Ja, jetzt gucken wir gleich mal die nächsten Tage im April an, weil das hier ist doch so richtig schön ein Apriltag in der Photovoltaik. Man sieht, Wolken ziehen durch, Sonne scheint, das Auto wird mitgeladen. Hier ist unser Frostwächter im Gewächshaus nachts nochmal angegangen. 2 kW leistet der ja und das haben wir zurzeit auf 5 Grad eingestellt. Wenn es unter 5 Grad geht, dann geht der Frostwächter an. Kommt nicht oft vor, passiert aber. Und dann gehen wir mal weiter in den 3. April. Ja, hier ist der Frostwächter dann auch angegangen. Das war eine kalte Nacht und hier, oh, schon wieder Netzbezug, oh Mann. Das war also der Einstieg in den April, der war gar nicht so autark, wie ich mir das sonst immer vorgestellt habe. Und man sieht hier auch das Auto dann aber auch abends wieder geladen, als das Wetter ein bisschen besser wurde. Insgesamt aber nicht so der ganz dolle Tag. Dann gucken wir uns mal den 4. April an. Ja, das war der schlechteste Tag im April. 7,878 Wattstunden. Oder 7,8 Kilowattstunden sind runtergekommen, aber trotzdem kein Problem, hat gereicht für die Nacht und wir sind da wieder durchgekommen, wie man hier sieht.
Und jetzt gehen wir mal gleich weiter, weil das ist jetzt nicht mehr so spannend. Wir gehen mal in den 8. April rein. Und ach, den wollte ich euch einfach auch nochmal zeigen. Das ist wirklich schöne April-Igel-Stegosaurus-Kurve bei der Photovoltaik hier nochmal in allerschönster Schönheit. Man sieht hier, E-Auto wurde den ganzen Tag über geladen, immer wieder an, aus, an, aus. Das Zoe macht das nicht ewig mit, dann sagt er irgendwann, jetzt habe ich keine Lust mehr, aber an dem Tag hat das durchgezogen. Mit dem EV-Charger hier halt schön Überschussladen gemacht und man sieht es hier unten auch. Das Grüne ist quasi das E-Auto, was geladen wurde. Das Orangenrote hier, das ist der Akku, der geladen wurde, auch über den ganzen Tag. Und dann haben wir in der Mitte noch ein bisschen Netzbezug gehabt, wo wir einfach dann so viel Strom produziert hatten. Man sieht es auch hier, wir kommen fast an die Wirkleistungsbegrenzung ran hier oben. Aber durchs Autoladen kein Problem für uns. Das ist nicht das Thema. Dann können wir uns noch angucken den 10.04. Ja, und der geht auf meine Kappe. Was war hier los? Wir haben nicht ganz so viel Ertrag gehabt aus der Photovoltaik. Wir brauchten aber das E-Auto, musste noch aufgeladen werden. Also bin ich hingegangen, habe im EV-Charger umgestellt von 85% Photovoltaik-Leistung, die zum Laden gebraucht wird, was wir immer eingestellt haben, damit er nicht immer abbricht, wenn man eine Wolke durchzieht, habe ich auf, ich glaube, 50 oder sogar 35% runtergestellt, damit er sich aus dem Akku noch was mitzieht. Und ich, Trottel, habe vergessen, das wieder zurückzustellen. Also hat das Auto brav tagsüber damit geladen und hat sich hier, wie man sieht, den Akku schön leer gesaugt. Abends gucke ich irgendwann so in die Statistik und denke mir so um 8 Uhr abends, hä, nur noch 20% im Akku? Was ist denn da passiert? Ja, und dann habe ich das gemerkt und logische Konsequenz aus dem Ganzen. Schon wieder hat der Akku nicht gereicht. Ja, natürlich nur, weil er einfach leer gezogen wurde. Es war genug Strom am Tag davor. Damit hatte das überhaupt nichts zu tun. Das habe ich einfach verpennt. Mea culpa, geht auf meine Kappe. Netzbezug ist kein Verbrechen. Hätte in diesem Fall aber nicht sein gemusst. Geht ja eigentlich auch nur um die Statistik hier. Ansonsten ist mir das eigentlich herzlich egal, ob wir 2 Kilowattstunden aus dem Netz holen oder nicht. Aber für unsere YouTube-Statistik sieht es natürlich immer toll aus. Hey, März, autark, April, autark. Aber wie gesagt, kein Beinbruch. Dann gehen wir nochmal in den 16. bis 19. April. Das waren 3 Tage, da war wirklich schönster Sonnenschein. Man sieht hier unsere Schattenkurve, die delt sich immer weiter weg. Da ist nicht mehr viel übrig. Ich schätze mal 3, 4, 5 Kilowattstunden, die an einem sonnenreichen Apriltag noch verloren gehen. Aber das ist wirklich nicht mehr so richtig viel. Das können wir jetzt nochmal gucken, die nächsten Tage. Das war dann der 17., da sieht sie ähnlich aus. Am 18. sieht sie ähnlich aus. Und auch am 19. gab es da kaum Veränderungen. Sieht auch gut aus. Also da nicht wirklich viel passiert. So, und dann wollen wir uns nochmal den 25. angucken, weil das war ja der Tag, wie ich eben erwähnt hatte, mit dem besten Ertrag, 54,99 Kilowattstunden. Und hier sieht man die Delle noch kleiner geworden eigentlich. Die ist eigentlich fast überhaupt nicht mehr vorhanden. Da gehen uns jetzt vielleicht noch 2 Kilowattstunden flöten, weil eigentlich wird die Kurve hier oben weitergehen und hier dann eine schöne Rundung machen. Und das Stück, was hier unten drunter hängt, das fehlt uns einfach. Das ist aber absolut verschmerzbar. Und an so einem Tag kann man natürlich auch wunderbar, wie oben zu sehen, das E-Auto wieder laden. So, und dann gehen wir nochmal in den 28. April. Und hier sehen wir nochmal Frost. Der Frostwächter ist nochmal angegangen. Aber in der Regel im April, wenn wir bis 8 Uhr haben wir dann Ertrag. Und dann reicht auch wirklich der Akku, dass wir mit Frostwächter auch durch den April durchkommen. Da sind morgens dann noch ein paar Prozent drin. Das ist also gar nicht das große Thema. Und hier sieht man, so wird sich die Kurve dann so langsam angleichen an die Perfektion der Parabel. Und dann sieht man halt, hier sind ein paar Wolken durchgezogen, so ein leichter Lochfraß drin, aber alles ansonsten kein großes Problem. Ja, das waren einmal die Tage, die ich euch zeigen wollte. Jetzt gehen wir wie immer einmal rüber in die Statistik des Elektroautos. Da gucken wir hier mal Verbraucherbilanz und Steuerung. Gucken wir uns einmal den Monat an komplett, und zwar nicht den Mai, sondern da sieht man, wir haben auch schon einiges im Mai geladen, sondern im April. Und dann sieht man hier auch, wir haben noch das E-Auto an sehr vielen Tagen geladen. Wir sind ja auch wieder mit unserer Serie Zeig uns deine PV unterwegs. Da machen wir dann Tagesausflüge auch nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Und da sieht man hier, dass dann schon ein bisschen was geladen wird auch. Hier waren es zum Beispiel, das war der größte Wert, das waren 22,46 Kilowattstunden. Das ist also annähernd der halbe Akku, den wir vollgekriegt haben. Hier auch nochmal 22,07 Kilowattstunden. Und man sieht halt wirklich, dass das Auto wirklich im April schon regelmäßig jeden Tag eigentlich geladen werden kann. Und wir sehen insgesamt 182,54 Kilowattstunden, die wir reingeladen haben. Ja, das entspricht so, wenn ich es jetzt mal grob über den Daumen mit 15 Kilowattstunden im April auf 100 Kilometer rechne, dann sind wir dabei ungefähr 2.500 Kilometern, die wir im April ins Auto geladen haben. Davon 90% aus der PV,
7% hat er sich aus dem Akku geholt und die 3% aus dem Netz. Ja, das war das eine Mal, wo ich dann halt den EV-Charger falsch eingestellt hatte und da hat er sich dann das aus dem Netz gezogen. Ansonsten macht er das eigentlich nicht. Er nimmt dann wirklich nur, je nachdem wie ich es einstelle, direkt aus der PV oder aus dem Speicher. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber man sieht hier auch schön, wenn das Auto zu Hause steht, man braucht wirklich dann den Speicher nicht unbedingt zum Laden des Autos. Da wird wirklich wenig aus dem Speicher geholt. Bei uns ja die Sache, ich fahre mit dem E-Bike ins Büro, wenn ich ins Büro fahre, kein Homeoffice habe. Und ja, von daher kann das Auto auch zu Hause stehen und kann dann auch tagsüber geladen werden. Am Wochenende wird natürlich so auch einiges gehen. Aber da muss natürlich das Wetter dann auch entsprechend sein. An einem bewölkten Wochenende im Sommer geht dann natürlich auch nicht so viel. Je nachdem natürlich, wie groß die Photovoltaik ist. Das waren also unsere Werte aus dem April. Wirklich eine schöne Sache. Es war nicht der beste April. Der beste April war vor 2 Jahren. Da hatten wir 1239 Kilowattstunden. Aber der April war deutlich besser als der im letzten Jahr. Da hatten wir nur knapp über 1000 Kilowattstunden. Das Jahr entwickelt sich eigentlich ganz gut zurzeit. Sieht so aus, dass wir das schwache Jahr 2021 hinter uns gelassen haben und jetzt in diesem Jahr wieder bessere Erträge haben. Der Mai hat auch schon gut angefangen, muss man sagen. Da lässt auch auf einiges hoffen. Obwohl ich denke, irgendwann brauchen wir auch mal wieder Regen. Es ist echt wenig hier. Der Norden ist trocken. Man hat es gesehen an den Niederschlagsmengen. Das ist definitiv zu wenig. Da muss wesentlich mehr runterkommen. Gerade jetzt, wo das Gemüse auf dem Acker steht, da muss einfach mehr laufen. Wir merken es ja auch, das Regenfass wird auch leer und leerer. Da ist bald nichts mehr drin. Gut, dass bald das Carport kommt. Dann haben wir da wieder eine Regenrinne, wo wir wieder was abzapfen können und dann wieder ein bisschen mehr haben. Aber definitiv der April deutlich zu trocken. So, das war unsere Statistik April. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Abonniert den Kanal weiter fleißig, drückt auf die Glocke, ihr kriegt immer mit, wenn es was Neues gibt. Wir sind weiter am Osterpaket dran, kommt jetzt auch nochmal ein Video zu. Ich erkläre noch einmal genau, wie es jetzt eigentlich funktioniert. Baue ich jetzt schon, beauftrage ich jetzt schon, Netzbetreiberinformationen, wie mache ich es am besten? Kommt am Sonntag, denke ich, ein Video zu, dass ihr da einfach nochmal einen Überblick kriegt. Es gibt immer noch zu viele Fragen dazu, ich will es noch einmal, keep it easy, einfach mal erklären, wie es funktioniert. Wenn ihr die Glocke drückt und den Kanal abonniert habt, dann kriegt das auf jeden Fall mit. Bei Instagram könnt ihr auch mal reinschauen, da machen wir auch immer nette Sachen. Und wie gesagt, wenn ihr eure Ertragswerte in die Kommentare schreibt, ich lese das echt immer gerne, ich gucke mir jeden Einzelnen an. Ich schreibe nicht immer überall was dazu, aber ich lese mir jeden Einzelnen durch und schaue mir das an. Mal gucken, ob wir mit dem schönen Wetter in diesem Jahr vielleicht ein bisschen näher dran sind an allen anderen. Die Schatten werden weniger, unsere Anlage performt auch wieder besser. Ich bin wirklich gespannt drauf. In diesem Sinne sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.